Hallo und willkommen beim Lernvideo zur Grundgleichung der kinetischen Gastheorie. Unser weitläufiges Ziel wird es sein, diese Grundgleichung herzuleiten und in ihrer Anwendung zu proben. Denn mit ihrer Hilfe ist es möglich, Teilcheneigenschaften mit makroskopischen Größen wie Druck oder Volumen zu verknüpfen. Ihr solltet vorweg schon etwas über die Grundgrößen Druck, Volumen und Temperatur von idealen Gasen wissen. Wir werden anfangs noch einmal kurz erläutern, was der Bereich der kinetischen Gastheorie überhaupt beschreibt und wie er sich abgrenzt. Danach werden wir auf die Herleitung der Grundgleichung kommen und diese langsam aus elementaren Teilchenverhalten entwickeln. Als letzten Punkt werden wir diese Formel an einigen Beispielen anwenden, um so die Einfachheit und Tragweite dieser Gleichung zu verdeutlichen. Allgemein kann man die kinetische Gastheorie als Beschreibungsmethode idealer Gase im Teilchenmodell deuten. Sie versucht, das Gas hierbei insbesondere durch die Bewegungseigenschaften der mikroskopischen Teilchen zu beschreiben. Das heißt, dass sie das Verhalten und den Zustand eines idealen Gases durch Teilcheneigenschaften wie Geschwindigkeit, Anzahl und kinetische Energie beschreibt. Sie unterliegt somit den Prinzipien idealer Gase, also punktförmigen Teilchen, die lediglich durch elastische Stöße untereinander und mit den Gefäßwänden interagieren. Da sich in einem Gasvolumen eine ungeheuer riesige Anzahl an Teilchen befindet, kann man über die Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.